Im Hotel zurück suchen wir immer noch ein Kuschelkissen für unseren kleinen Simon-Freunde. Ja, ich bin ein kleines bisschen weitergekommen. Wir haben hier diesen Kissenbezug. Den werden wir brauchen. Nicht, dass ihr denkt, ich spiele jetzt jedes Mal vor. Aber es ist, ja, sehr frustrierend, wenn man nicht wirklich weiter weiß. Deswegen habe ich mal was ausprobiert. Und zwar, wir probieren jetzt mal Folgendes aus. Der gute Barmann hat ja eben gesagt, wir dürfen da nicht hoch, aus versicherungstechnischen Gründen. Und da ist mir natürlich dann direkt nachher, wo ich dann aufgehört habe mit der letzten Aufnahme, die Idee gekommen. Versuch's doch einfach mal. Hi. Guten Tag, junger Herr. Weil, dass wir dieses Zimmer reinigen lassen möchten, diese Option, die bleibt. Merkwürdigerweise. Also muss es ja irgendwas zu bedeuten haben. Ich werde übrigens mein Zimmer reinigen lassen. Ja. Yvette! Reinige bitte Zimmer 4 und vergiss die Barriere nicht! Hui! So, mit Barriere zeige ich euch jetzt, was er meinte. Bis später. Tschüss. Mit Barriere meinte er... Na! Meinte er das hier. So, aber... Wenn wir auf allen Vieren gehen, dann... Hallo? Was macht der hier? Na, komm schon. Och, Simon. Zack. Sind wir schon oben. So, jetzt muss ich hier... Da ist es. Den Staubsauger... Ein toller Grafikfehler, nicht wahr? So. Hier gehen wir im Moment mal. Die hatte ich schon. Also können wir jetzt hier raus. Und drunter durch. Und na, da durch. Und rückwärts. Rückwärts, rückwärts, da durch. Ah, oh, Simon! Ach, danke. So. Dann wollen wir jetzt unseren Schlüssel wieder haben. Hi. Guten Tag, junger Herr. Kann ich meinen Schlüssel wieder haben? Yvette! Ich brauche den Schlüssel für Zimmer 4! Hui! Hui! Schön, 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 schön. Bis später. Tschüss. Tschüss. So, und ich habe auch noch was rausgefunden. Und zwar, wenn wir hier hochgehen. Na, und dann hier hoch. Und dann hier rum. Und dann darum. Das ist hier diese Notausgangstür. Vielleicht erinnert ihr euch noch. Und wenn wir die mit dem Käse benutzen. Zack. Können wir die Tür unterkeilen. So können wir rein und raus. Ja. Das hat mir ein freundlicher User als Tipp gegeben. Vielen lieben Dank. So, jetzt haben wir nämlich, wenn ihr mal hier hochschaut, da, haben wir nämlich die Tür offen und wir können somit jederzeit wieder ins Hotel rein. So, und jetzt brauchen wir, ich hoffe, ich finde da jetzt hin... Da ist der umgefallen. Da ist McSumpfling. Wir müssen jetzt zum Platz der Gerechtigkeit. Nein. Also nutzen wir unsere Telefonzelle. Es ist besser. Es dauert vielleicht länger, aber es ist auf jeden Fall genauer. La 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 la. Komm, tschüss. So, und zwar... Und zwar... Da. Platz der Justiz, Entschuldigung.
Und diese Enten, ihr könnt es mit Sicherheit vielleicht euch schon denken. Mit denen können wir jetzt was anfangen. Und zwar... Ah, Kacke. Das ist wieder so typisch Simon-like, wie ich finde. Ach, wo ist das Ding denn jetzt? Da. Schauen wir doch mal, ob die Zeichentrickserien, die ich als Kind gesehen habe, realistisch waren. Mal sehen, ob ich noch andere Tiere finde, die ich quälen kann. Schaut's euch an, schaut's euch an. Irgendwie muss ich plötzlich an eine Zubereitung im Peking-Stil denken. Dazu eine Pflaumensoße und Gürkchen. Lecker. Was haben wir gemacht oder was hat er gemacht? Er hat sich Federn geholt. Ja, und wie ihr sicherlich vielleicht euch schon denken könnt, das mit dem... Ah, nein! Gehen wir mal weg hier. So. Die mit... Zang! Und siehe da! Ein mit Entenfedern gefülltes Kissen. Wir haben unser Kuschelkissen! Und somit, Freunde, haben wir jetzt endlich die Möglichkeit, boah, vor die Telefonzelle zu rennen, ins Bett zu gehen. So, also wieder zurück zum Hotel. Na, nee, Max Umfling, da. So, ach guck mal, da geht sie wieder. Die nicht mit uns Sprechende. So, und da, oh. Hier können wir jetzt rein, Gott sei Dank. Warum muss man sich die Melodie immer wieder anhören? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Falsch gelaufen. Ah! Falsch. So, hier rum. Oh, abgeschlossen. Nee, doch nicht. Cool. Ich kann ohne Kuschelkissen nicht schlafen. Ja, dann benutze es doch. So. Ah, das ist schon besser. Ja. Gute Nacht. Was? Ich kann bei diesem Lärm nicht schlafen. Och nein. Wo kommt denn das jetzt schon wieder her? Das wird doch wohl nicht etwa... Jetzt ist das Fenster auf. Sie führt in den Raum nebenan. Oh, nee. Ach, du liebe Zeit. Hey! Steht er so? Hey! Hier dürfte wohl nur ein Schlagstock weiterhelfen. Okay. Was sind mit den Sachen? Okay, kann man nichts anfangen? Können wir seinen Schrank plündern? Nein. Was anderes? Nein. Okay. Mit Nachttopf unterm Bett. Schick, schick, schick. Okay, was können wir benutzen? Hey! Vielleicht sollte ich versuchen, ihn umzudrehen. Umzudrehen? Ja, aber womit? Metalldetektor, was ist damit? Das bringt nichts. Er ist viel zu fett. Dynamit. Vielleicht kann ich was finden, das mir beim Umdrehen hilft. Ah! Ja, Moment, warte mal, wir haben... Zange, nein. Wir hatten doch den, wo ist der? Da, da! Ach, da war er gerade. Den Wagenheber. Vielleicht kann ich was finden, das mir beim Umdrehen hilft. Benutze es doch. Jawohl.
Ah, schon viel besser. Vielleicht sollten einige schnarchgeplagte Ehefrauen diesen Trick zu Hause probieren. Okay. Haben wir den jetzt genommen wieder, oder? Ja, wir haben ihn noch. Sehr gut. Okay, Freunde, dann können wir wohl endlich schlafen. Schnell wieder zurück in unser Zimmer. Zack. Und husch, husch ins Bettilein. Gute Nacht. Schon besser. Das war's? Okay. Mit offener Tür. Wir haben bei offener Tür geschlafen. Natürlich. Na, verkehrt. Darum. Und dann hier rum. Und dann hier raus. So. Also jetzt... Nett. Man hätte das aber alles mal ein wenig schöner gestalten können, wie ich finde. Ein paar Straßenlaternen wären nicht schlecht. Naja, egal. So, wo ist denn jetzt... Tja. To the forest. Ja, aber wie kommen wir da hin? To the forest. Also hier raus. Oder wie, oder was? Ah. Okay, wir laden wieder. Okay. Oh, oh. Was? Jetzt sind wir hier wieder? Nee, warte mal, Moment mal, hier ist hier eine Brücke. Aber wo sind wir denn jetzt? Moment. Na, oh, da ist es hier. Ja, jetzt sind wir da wieder. Absolut sichere Schild. Hilfe, Wassertor. Ah, Moment mal, das Schild. Der wollte doch Alkohol von uns haben, oder? Ich glaube, wir haben doch jetzt den Whisky. Aussichtspunkt Vulkan, einsame Hütte. Volltrottel. Hütte am Wassertor. Ja, an die anderen komme ich gar nicht hin. Da. Da komme ich nie hin. Okay, gehen wir erstmal zum Schild. Ich meine, wie gesagt, erinnern dran zu können, dass das Schild damals von uns alle holen wollte. Und wenn mich nicht... Na, wo sind wir jetzt hier? Da ist das Schild. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir... eine Flasche Hochprozentiges. Ja, da ist sie doch. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Ja. Oh. Oh. Ich liebe sie, mein Herr, ganz ehrlich. Hm? Süßer Whisky. Das süßeste aller Gifte.
Hat dich das ein wenig aufgemuntert? Willst du kämpfen? Wie bitte? Einen Kampf? Auf geht's, Ring frei! Was? Das ist lächerlich. Lächerlich, was? Hältst dich wohl für stark, oder? Hey, ich habe Eier aus massivem Stein und ich werde dich auseinandernehmen. Welch Tragödie. Tja, es wankt. Es war wohl nicht so gut. Naja, Freunde. Naja. Aber ich war richtig mit meiner Idee, dass der was Hochprozentiges wollte. Naja, egal. Freunde, die Zeit ist erreicht und daher mache ich hier Schluss. Wir sehen uns hoffentlich mit neuen Erkenntnissen dann im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW Boy 18, adieu.